Frau Moral, entschuldige die Frage, aber ist Glücksspiel nicht grundsätzlich unmoralisch? Also das, was da gerade bei Corona gespielt wird, hat mit Glück wenig zu tun. Also kommen Sie mal, entschuldigen Sie, also ob man sich infiziert und an Corona erkrankt oder nicht, das ist doch reine Glückssache. Also jetzt, Pech. Ist das so? Ja, da müsste ja eigentlich jeder dasselbe Risiko tragen. Ja, natürlich. Ja. Ziehen Sie. Moment, wie funktioniert denn dieses Spiel hier überhaupt? Sie ziehen, Sie spielen und Sie sterben. Der Verlierer nur halt früher. Jeder von Ihnen hat ein Leben, ja, und wenn die Chips weg sind, dann... Moment mal. Stimmt das, dass ich so wenig Chips habe und eher so einen Riesenhaufen da? Sie spielen ja den Geringverdiener. Oh, ich bin der Reiche, was? Oh Mensch, Sie haben ja 10 Lebensjahre im Schnitt weniger als ich. Sehen Sie es positiv. Sie haben da noch viel weniger zu verlieren, wenn ich Sie hole. Und eine Frage. Also diese Karten, die wir jetzt ziehen, das zeigt uns das Risiko an Corona zu... Richtig. Okay. Also, erste Runde. Arbeitswege. Risiko niedrig. Ah, ja, wie will man sich auch infizieren, nicht wahr? Auf einem Arbeitsweg 3 Meter vom Schlafzimmer ins Homeoffice. Ja? Ich habe ein hohes Infektionsrisiko. Ups. 15 Kilometer vom Schlafzimmer ins Homeoffice. Was haben Sie denn für einen geilen langen Flur? Ich fahre in die Fabrik mit dem Bus. Oh, warum fahren Sie nicht mit dem Auto? Weil mir die Umwelt am Herzen liegt. Oh. Nein, weil Geringverdiener oft gar keine Alternative zu den Öffentlichen haben. Ach so, okay. So, nächste Runde, Arbeitsplatz. Oh Mann, schon wieder ein hohes Infektionsrisiko. Oh, warum bleiben Sie nicht auch im Homeoffice? Schauen Sie, das steht doch im Bund-Länder-Beschluss auch so drin. Weil man mit der Computermaus so schlecht Schweine schlachten kann. Ja, im Schlachthof, im Hafen, im Lager des Paketboten kann man eben nur sehr schwer Abstand halten. Sorry. Okay. Die Moral hier, hallo? Ja, ja. Können Sie es bitte einfach unterm Vordach ablegen? Danke. Amazon, was? Ja, das war ein englisches Buch, das brauche ich für einen Vortrag. Das hätte bei anderen Händlern viel länger gedauert. Ah, das kenne ich. So, vielleicht haben Sie ja Glück und in der nächsten Runde verlieren Sie Ihren gefährlichen Arbeitsplatz. Tatsächlich. Mein Job ist weg. Na super. Tja. Was? Oh, haben Sie endlich auch mal eine schlechte Karte, ja? Das kann man nicht so sagen. Mein Portfolio hat sich äußerst positiv entwickelt. Ja, seit Corona ist das Vermögen der Superreichen um 1 Billion gestiegen. Warum stöhnt er denn dann so? Ja, weil es schon eine Belastung ist, ständig zu verheimlichen, wie reich man ist, nur damit Sie sich nicht so aufregen. Ich rege mich nicht auf! Ja, sehen Sie, diese ganzen negativen Emotionen sind auch schlecht für Ihr Immunsystem. Sagen Sie mal, ich dachte, Sie sind der große Gleichmacher. Ja, am Schluss hole ich auch alle. Nur wann? Das ist halt eine Frage des Einkommens. Und wie das Einkommen verteilt ist, das ist nicht mein Job. Wussten Sie, dass bei einer Abgabe von 10% auf alle Vermögen über 1 Million die Krisenkosten gedeckt werden könnten und Leute wie er... Nein, das wusste ich nicht. So, ui, Mieteinnahmen. Aber wissen Sie, was ich weiß? Ich weiß, dass Angela Merkel selbst in Pandemiezeiten keine Vermögensteuer möchte. Na, tja, sauber. Jetzt auch noch Hartz IV. Oh. Wie soll ich mir denn jetzt meine FFP2-Masken leisten? Da denkt die Kanzlerin noch drüber nach. Ja. So, nächste Runde, Wohnort. Oh, Wohnort. So, Infektionsrisiko niedrig. Ich wohne in Bremen. Das kann ja nicht sein. Mein Infektionsrisiko ist hoch und ich wohne auch in Bremen. Hä? Ach so. Aber ich wohne in Bremen, Oberneuland. Ich wohne in Bremen-Gröpelingen. Tja, da gibt's nur halb so viel Wohnfläche, dafür das dreifache Infektionsrisiko. Ja, es wundert mich nicht, dass ihr ständig infiziert, wenn ihr dauernd aufeinander hockt. Habt ihr schon mal was von Abstandsregeln gehört? Keine Sorge, am Schluss am Friedhof kriegen alle dieselbe Einzimmerwohnung. So, letzte Runde, Krankheitsverläufe. Oh, ich spüre meine Erkrankung gar nicht. Oh, verdammt, ich muss in die Klinik. Und alles nur, weil ich weniger verdiene. Das liegt aber auch ein bisschen an Ihrer schlechten Ernährung. Ich würde es mal mit Bio probieren oder vielleicht Yoga. Oh, Yoga, damit halte ich mich auch so gerne geschmeidig. Ja. Was ist denn Ihre Lieblingsstellung? Der auf andere herabschauende Hund. Der war super, Herr Uthoff. Den machen Sie als Schlusspointe für die Nummer. Okay. Ja, ja. Aber dann ist der Sketch ja fertig. Sehr gut. Großartig. Haben Sie mitgeschrieben, ja? Wieso? Ich denn? Ich muss jedes Mal tippen. Das hab nur aufgepasst, dass ihr hier sitzt und dann schreibe ich mit. Das ist doch... Ich habe doch nicht versucht, dass ich... Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was... Doch, doch, erklären Sie das ruhig. Das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier und auf weitere Videos hier gehen und